Willkommen zurück zur Warrior Ink Challenge und nun folgt mein Lieblingscharakter 9 Volt. Es geht los. 1 tippen. Wow, ich wünschte, ich könnte das wirklich auf meiner Tastatur. Du siegst. Ausweichen. Yay, Balloon Fight. Vertreten. Wow, als hätte ich niemals Mario Bros. In meinem Leben gespielt. Spring! Das habe ich gehasst. Das habe ich echt gehasst. Du siegst. Was? Was stand da oben? Da oben stand Do not Matrix with Stereo. Ah ja. Schießen. Duckhand. Stirb. Okay. Schneller. Spiel kommt. Saugen. Yay. Liebe 9 Volt. Reiner. Bam. Okay, Level 8, schießen. Ja, okay, das ist ja echt leicht. Kein Problem, kein Problem. Greifen. Oh, wir sind dropped. Und gegriffen. Triff 1. Okay. Oh, und das war schneller. Hier werde ich nicht so viel Pech haben wie bei den anderen. Yeah, yeah, yeah. Werfen. Ach, das gab's damals auf dem Virtual Boy. Schießen. Oh, ich hasse dieses Spiel. Bei Level 3 verliere ich garantiert. Boss-Spiel kommt. Was ist denn das Boss-Spiel? 6 schlagen. Oh nein. Muss das sein? Anfangen! Ja, Mario. Ich sehe die Bälle kurz nicht, wenn sie noch oben liegen. Ich weiß nicht, ob es am Emulator liegt oder ob das so sein muss, aber... Jetzt sehe ich sie wieder. Strange. Aber auch das Spiel ist leicht. So, das waren alle. Ende! Ja, Mario, ich hab's geschafft! Und ich brauche kein extra Leben, ich hab schon alle 4. Algi, willst du es versuchen? Level 2, neues Level! Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Zertreten. Jetzt sind es 2 Goombas. Yay. Du siegst. Okay. Spring. Ach, nö. Das ist so leicht. Kein Problem. Oh, Dr. Mario. It's too easy. Ich fühle mich unterfordert bei 9 Volt. Ich warte auf die Level 3 Spiele. Schießen. Ah, ich habe verfehlt. Wie habe ich verfehlt? Ich habe definitiv nicht getroffen. Ich bin angeschlagen. Macht nichts. V-Tippen. Ba, ba, ba. Und es wird schneller. Ich werde mit rot. Schießen. So, ich muss das nächste Boss-Spiel schaffen. Damit ich... habe ich 3 getroffen? Ja. Ja, damit ich mein Extra-Leben erhalte. Damit ich wieder ein Leben habe. Oh nein, nein, das hatte ich vorher auf dem Gameboy gehabt. So, rot schnappen. Ist das rot? Schlagen. Hier muss man einfach nur A drücken. Und den Hieb hat man sowieso. Not Magic and Stereo. Oh mein Gott, ich habe ihn in die Hose abgeschossen. Werfen. Yay! Festhalten. Oh, wird noch geschafft. Das konnte ich im echten Spiel nie. Also bei Ice Climbers. 7 schlagen. Diesmal sind das 7. Kein Problem, kein Problem. 3-mal darf ich verfehlen. Aber nur 3-mal. Das ist wieder so ein Reflex-Spiel. Ja, üben wir mal. Habt ihr es gesehen? Also nein, habt ihr es nicht gesehen? Man konnte den Ball eben nicht sehen. Das ist es ja. Ein bisschen komisch. Da, schon wieder. Egal. Ich habe wieder alle getroffen. Ende! Und erhalte mein Extra-Leben. Und nun kommen die Level 3 Spieler. Ich mag Katzen auch. Ey, das ist die Katze von Jimmy. Neues Level. Oh, Jota. Ja, jetzt geht's ab. Aufpassen. Na toll, gut gemacht, Game & Watch. Okay. Schießen. 1, 2. Ah, wie ich faile! Wie ich faile!
bei den Level 3 Spielen zertreten. So. Da konnte ich es mir nicht erlauben, eine Pause zu machen. Schießen. So. Diesmal habe ich sie aber getroffen. Ausweichen. Balloon Fighter. Da war ich schon mal gut. Ausweichen. Yay, yeah, F-Zero! Du siegst. Und es wird schneller. Schlagen. Einfach einmal atmen. Denn wir haben ja unendlich Leben. Verschwinden. Oh, so viele Gegner, so viele Gegner, so viele Gegner. Okay, Spiel kommt. Schießen. Bam! Kein Problem, Mann. Aiming Skills. Trifft zwei. Was? Nein, verdammt! Ich hab nur noch ein HP! Blauschlappen. Nein, verdammt! Nein, jetzt hab ich 40! Mir ist aufgefallen, ich hab immer über 40, außer bei Jimmy. Ich habe verloren, ich weiß, dass ich verloren habe. Ich kann's echt besser. So, das waren 9 Volt, Leute. Wir kommen zu Orbulon! Bis zum nächsten Mal.